Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute wird's, glaube ich, am schwersten bisher, denn heute erraten wir YouTuber als Kinder. Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Erkennst du die YouTuber an ihren Kinderfotos? Zählt mit, wie viele ihr erratet. So sah früher jedes dritte Kind ausgeführt. Trimax? Tanzverbot! Oh Gott, ja, okay. Ja, jetzt sieht man's. Der hat halt nicht gelächelt auf dem Foto, sonst hätte man's direkt gesehen wahrscheinlich. Hä? Nur wegen der Brille würde ich Alexi Bexi sagen, aber der ist es auf keinen Fall. Anderes Lächeln, glaube ich. Oh Gott, okay. Jan von Gewitter im Kopf. Never. Ich würde nicht einen erraten. Dagi B. Wisst ihr warum? Es ist Kelly. Nee, Dagi B. Ich dachte kurz Kelly. Ja. Anhand der Fingernägel. Ich hab's nicht anhand des Kinderfotos erkannt. Oh Gott, der sieht. Oh Gott. Wer könnte das sein? Paluten. Das ist doch nicht Monte. Okay, krass. Ja. Krass, ne? Julia Beautics. Einfach weil ich die bisher in jedem Quiz richtig hatte. Ah, nee, auf gar keinen Fall. Die Nase ist ganz anders. Wer ist das? Ui, Antonia. Okay. Aber auch da ist die Nase anders, oder? Also hätte ich auch nicht erraten. Oh, das Foto habe ich schon mal gesehen. Rezo. Irgendwo habe ich das Foto schon mal gesehen. Das Rezo. Da kommen die blauen Haare durch. Trimax? Ich wüsste aber nicht warum. Ah Gott, Joey's Jungle heißt der, glaube ich, naja. Okay, ja. Ergibt auch mehr Sinn, aber. Hello Trix. Oder Mickey. Ah fuck. Mickey. Jetzt ist es Hello Trix garantiert. Aber ich habe Mickey gesagt. Unge. Okay, ja. Okay, ja. Wer ist das? Ich habe gar keinen Plan jetzt, ne? Trimax sage ich einfach. Knossi, oh Gott, okay. Ah, der ist auch schon so alt, dass Kinderfotos von ihm auch länger her sind, ne? Dass man das nicht mehr so erkennen kann. Ich sag Luca. Ist es aber, glaube ich, nicht. Das ist auch ein Foto, ne? Das ist ewig her. Okay, Maxify, ja. Der hatte, glaube ich, auch eine Zahnspange in seiner Jugend. Wer macht da auf cool? Ist das Tim von Gewitter im Kopf? Ah, Mr. Wissen to go. Ja, ich hätte ihn auch nicht erkannt, wenn der Name da nicht gestanden hätte, bin ich ehrlich mit euch. Jonas Ems.
Glaube ich, tendenziell vielleicht. Sah der so als Kind aus. Oder Trimax. Nee, es ist Jonas Ems, oder? Ja, okay, perfekt. Wäre auch peinlich gewesen, wenn nicht jetzt, ne? Wer hatte diesen Killerblick als Kind? Julia Beautix. Vielleicht. Bibi, okay. Was ist ein Gigolo auf jeden Fall als Kind? Ich habe gar keinen Plan. Palle. Paluten. Okay, okay. Der Blick erinnert mich irgendwie an Taddle. Ich weiß nicht warum. Ich glaube auch nicht, dass es ist, aber ich sag Taddle. Gesichtstattoos, let's go. Da haben wir mal einen. Das ist schwer, Kinderfotos. Ich würde einfach sagen, Ju. Aber das ist auch ein bisschen unfair, finde ich. Also, weil es obvious ein asiatisches Kind war. Und, ja, ich glaube nicht, dass der irgendeinen anderen Asiaten da ins Video mit reinnimmt. Da habe ich gar keinen Plan, ne? Weder Geschlecht noch wer es sein könnte, ehrlich gesagt. Das Stirnband macht halt alles kaputt. A wife, okay. Nein, das Stirnband hat mich rausgekillt. Ich wusste nicht, wie lang die Haare sind dadurch. G-Time vielleicht? Varion. Okay, ja. Hätte ich nicht erkannt. Auch jetzt wird er mir ein Kinderfoto jetzt zeigen und sich daneben stellen. Ich würde nicht wissen, dass der das ist. Der hat so einen Psychoblick drauf. Ich habe aber keine Ahnung. Luca? Immerhin. Luca. Ich glaube KuchenTV. Ja, okay. Den hat man noch am ehesten erkannt, fand ich so. Ah, okay. Wie viele YouTuber habt ihr erraten? Viel zu wenige, also gefühlt gar keinen. Eieiei, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne mal in meinen anderen Videos rein. Bis dahin, haut rein. Ciao.